Vogelreich, freue mich, dass Sie da sind. Wissen Sie, warum Sie da sind, obwohl Sie was mit Politik zu tun hatten? Das weiß ich nicht. Wir sind ja jetzt unter Quarantäne, weil Wahlen nahen. Oh, aber Wahlen sind ja fast immer, ja. Und dann hat aber der Sender gesagt, wenn Klaus Wowereit kommt, der redet bestimmt nicht über Politik. Ja, ist ja mal die Frage, was man mich fragt. Ne? Genau. Also wir müssen versuchen, das irgendwie zu umschiffen. Ja? Das Wort Schulz kennen wir nicht mehr. Ne, wir hatten ja noch den Trump. Also meine, genau, mal, über den reden, können Sie reden, der ist weit weg. Das ist ja auch nicht Politik. Das ist ja eigentlich mehr Orange. Ist ja dynastisch schon. Also Sie sind auch, und das ist der wahre Grund, Sie sind ja ein Aussteiger, ein Politik-Aussteiger. Ende 2014 haben Sie gesagt, es reicht. Und natürlich will jeder wissen, wie geht es Ihnen? Sie werden wahrscheinlich sagen, wunderbar. Aber ist das die Wahrheit? Also die Ausgangslage war ja so, dass man anfangs weiß, es ist auf Zeit. Also anders als bei seinen lieben Königen. Wenn sie nicht ermordet worden sind, dann mussten sie da bis zum ihrem Lebensende ihre Rolle da spielen und hatten keine Chance gehabt. Politiker ist auf Zeit. Oder bei Ärzten waren, die waren auch super gefährlich. Also ich meine, das Überlebensrisiko war natürlich groß. Also es hat sich ja Gott sei Dank geändert. Aber bei Politikern ist auf Zeit, das weiß man auch immer. Und es ist auch wie in jedem Beruf, wollen Politiker zwar immer nicht so wahrhaben, aber irgendwann wird man auch älter und man hat dann hart gearbeitet und fragt sich auch, kann man diese Knochenmühle auch noch weitermachen und macht Sinn? Und das mit Routine hatten wir vorhin gehabt hier bei unseren beiden Kommissaren. Die Frage stellt man sich in jedem Beruf so. Und dann ist in der Tat ist ein absoluter Bruch aus so 150% denn auf einmal auf Null zu gehen, ist schon eine Vollbremsung. Das muss man schon wissen. Und viele haben gesagt, na, du wirst dich noch wundern, wenn du in das Loch fällst. Das wird dich schon überraschen. Das Loch war da, ist auch klar, aber es lebt sich auch in einem Loch ganz gut, wenn man denn die Leiter hat und auch wieder rauskommt. Also man muss sich schon organisieren. Was hilft denn, um aus dem Loch rauszukommen? Naja, erstmal hilft, dass man positiv dort die Situation betrachtet, nicht rückwärts betrachtet. Ich bin ja nicht gegangen, weil ich abgewählt worden bin. Ich bin nicht gegangen, weil ich gedacht habe, oh, die Last ist jetzt so groß. Dass ja, aber die Beliebtheitswerte waren aufgrund einer gewisser Bauschwierigkeiten auf dem Flughafen. Aber die waren immer noch höher als bei den aktuellen. Das stimmt. Aber sagen wir mal, es war nicht der Höhepunkt Ihrer politischen Karriere, als Sie abgetreten sind. Nein, das kann man sicherlich nicht sagen. Auf der anderen Seite, das hätte ich mir schon auch noch zugetraut, einen neuen Wahlkampf zu machen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt so die Reaktion von meinen lieben Berlinerinnen und Berlinern hört, einige vermissen mich schon. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Erzählen Sie, wie man rauskommt, wenn man im Loch ist. Naja, du musst dich organisieren. Also erstmal nicht zurückschauen. Und wie gesagt, bin ja da nicht rausgegangen, weil ich mich so gedrückt fühlte. Wobei die Leute heute immer sagen, oh, was sehen Sie entspannt aus, ja, also auch mit Creme. Da sage ich immer, wie schlimm habe ich eigentlich vorher ausgesehen, wenn ihr jetzt alle sagt, du bist entspannt. Also du hast natürlich eine andere Situation und du musst vorausschauen und sagen, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Mhm. Und da muss man eins auch können in der Situation Nein sagen, weil man kriegt viele Anfragen in dieser Situation. Welche Art? Oh, jetzt hat er ja Zeit, jetzt kann er dem Förderverein der Kultureinrichtung A und des sozialen Projektes B und weiß ich was machen alles. Und da bist du dann ganz schnell wieder so vereinnahmt, dass du sagst, was soll das eigentlich? Da hast du dann irgendwann vielleicht mehr zu tun als vorher. Das darf man nicht machen. Man muss mal Nein sagen, man muss das auch mal sacken lassen. Man muss auch bewusst mal wirklich dieses Loch machen. Aber was ist das, wenn man im Loch drin ist? Was ist das Frustrieren? Oder was ist etwas, das einen ins Loch stößt? Ja, ich fand es ja nicht so schlimm. Also es war auch ausgepolstert. Dann frage ich Sie, was war Ihre Angst, wenn Sie darüber nachgedacht haben? Ich hatte keine Angst, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber die Befürchtung war natürlich da. Ja? Oder mein Partner, der hatte natürlich auch gedacht, na jetzt sitzt der den ganzen Tag zu Hause, musst du dich um den kümmern. Wird ja furchtbar werden. Ja? So, aber wir haben uns da gut arrangiert, ist auch alles Wir sehen ihn gerade. Ne? Also deshalb, nö. Also es ging. Also, aber es ist ein ganz anderes Leben, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Man hat auch einen Bedeutungsverlust, muss man sagen, ist klar. Wie manifestiert sich dieser Bedeutungsverlust, Herr Wohler? Wie zeigt sich dieser Bedeutungsverlust? Na, der zeigt sich ganz einfach, dass du natürlich nicht mehr alle Einladungen kriegst, nicht mehr in der ersten Reihe überall sitzt, sondern auch manchmal in der zweiten oder vielleicht gar nicht mehr eingeladen wirst. Das gibt es natürlich auch. Das ist aber auch in der Natur der Sache. So, und damit muss man aber auch leben
ebenso. Manche können damit nicht leben. Ich finde, es geht. Und das hängt damit zusammen, auf Zeit. Immer sich klar machen auf Zeit. Und es gab eine Zeit vor dem regierenden Bürgermeister und gibt eine Zeit danach. Und jetzt musst du sehen, dass du die Zeit dazwischen, das ist eine besondere Situation. Aber die Zeit davor war immer berghoch. Ja, aber es war nachher eine besondere Situation. Und sich immer wieder runter zu beamen, also am Wochenende mal mit dem eigenen Auto zu fahren, nicht mit Entourage ins Restaurant zu gehen und normal zu sein. Die Leute haben sich, wenn ich da samstags beim Fleischer gestanden habe, haben die mir gesagt, ach, Herr Wovereit, Sie gehen alleine einkaufen. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich Hunger habe, muss ich einkaufen. Hm. Aber die dachten, du hast einen Butler oder eine Köchin zu Hause und weiß ich was, also fast schon so wie bei Hofe. Bei Hofe oder so, ja, das, also ganz genau. Normale Wir Dinge haben zu Eindruck machen, gemacht, Herr Orowski. Hilft denn schon mal. Und dann bist du auch besser vorbereitet für die Zeit danach. Mich hat mal wahnsinnig beeindruckt, ein wirklich immer noch sehr, sehr prominenter ehemaliger deutscher Spitzenpolitiker, der zu mir gesagt hat, wissen Sie, wie das ist, wenn Sie bei einer Versammlung sind und der Einzige, der noch freiwillig zu Ihnen kommt, ist der Kellner, der Ihnen die Rechnung bringt. Wenn das so ist, dann ist das hart. Nun müsste man wissen, um welchen Politiker es sich handelt. Dann ein beliebter, ich glaube, einen, den Sie auch mögen. Aha. Na, dann bin ich gespannt. Weil das kann ja auch sein, dass der vorher schon auch Attitüden hatte, die sich dann rächen, wenn er eben die Macht verloren hat. So, und das ist, glaube ich, bei den meisten das Problem, die Macht zu verlieren. Und dann eben auch Bedeutung. Ich sage das Bedeutungsverlust. Aber das, damit muss man leben. Das kann man ja nicht vermeiden. Irgendwann ist das denn mal so. Was und wie jeder anderen Rente geht, geht dann auch mal ein Prominenter mal in Rente. Schauspieler, okay, die... versuchen auch... Ich gehe auch selber einkaufen. Ja, aber der Herr Mommsen will ja auch noch ein bisschen... Da hat er noch was vor. Der will ja noch über 67 auch noch Schauspieler. Ich hatte beim Einkaufen einen schönen Moment. Ich habe mal für Schöfferhofer Werbung gemacht. Und bei der Fleischerei sagte mir die Frau, ich soll sie ganz schön von meinem Mann grüßen. In meinen Bauchnabel passen 2 Flaschen. Das haben wir ihm gerade auferlegt, dass er nicht für Parteien, für seine Parteiwerbung machen kann. Habe ich für Schöfferhofer Werbung? Ja, ja, ich hatte so eine Anfrage für eine normale Werbung, habe ich mir dann auch 3-mal überlegt, ob ich es mache. Würden Sie denn rückblickend sagen, Ihr Beruf war der anstrengendste, den es gibt? Er wird unterschätzt und er wird zurzeit ganz negativ betrachtet. Und ich meine, es ist ja logisch, wenn ich jetzt ein Plädoyer dafür halte, dass das sehr anstrengend ist und dass das wichtig ist und unterbewertet ist, dann sagen die ja, naja, kein Wunder, das sagt er da aus Eigeninteresse. Aber muss man sich wirklich mal überlegen, Sie sind da 7 Tage die Woche von morgens bis nachts unter Dauerbewachung, unter Dauerbeschuss und müssen die Akten studieren, das sieht ja kein Mensch, die sehen dann immer nur das Sektglas in der Hand, bei einer Party, einer angeblichen Party, aber dass sie dann zwischendurch noch die ganzen Akten bearbeiten, dass sie Sitzungen machen ohne Ende, der langweiligsten Art. Und am Wochenende die Arbeiterwohlfahrt? Alles. Mhm. Und immer unter dieser Dauerbewachung, wenn du da hier so sitzt und machst einmal so, also was können sie schon wieder nächsten Tag draus machen? Und zwar alles nicht in schöner Absicht als nette Gag, sondern in feindlicher Absicht. Das ist ein Dauerstress, den man da hat. Dass man das überhaupt so lange überlebt, ist ein Wunder. Das hängt so ein bisschen wie beim Marathon, da läufst du dann irgendwann auch mal bis zum Ende. Aber das ist schon enorm. So. Vor allen Dingen für den Beruf, den man damit genießt. Ja, ja, unterbewertet. Einerseits, na klar, du hast eine Chance, durch die Politik ja auch bekannt zu werden, auch Leute zu treffen und Erlebnisse zu haben, die du als Normalsterblicher nicht hast. Also du kriegst auch unheimlich viel wieder. Also ich sag mal, wir sind auch nicht alle so gestrickt, dass wir jetzt sagen, jetzt wollen wir nur die Welt retten. Aber ohne dieses Engagement geht das gar nicht. Wer das also macht mit Widerwillen, wer das macht und sich zwingen muss, auch da diese Beschwernisse dort mitzumachen, der wird irre dabei. Was glauben Sie, wird von Ihrer Amtszeit bleiben? Na, ich hoffe, dass das damit verbunden ist, dass Berlin in dieser Amtszeit also zu einer Hippenstadt geworden ist, die also weltweit auch gesucht wird, besucht wird und wo man sagt, ja, das ist eine Stadt, in der man da toll leben kann. Arm, aber sexy, ne, war das? Genau. Arm, aber sexy, ja. Das hat sich verändert. Wir hatten letztes Jahr einen Haushaltsüberschuss, Bremen, hört mal bitte dazu, von 1,2 Milliarden Euro. Und meine Nachfolger, die geben das Geld jetzt schön aus, also auch flott.
Also deshalb ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr Schulden zurückzahlen. Aber man hat jetzt auch wieder Luft zum Investieren. Trotzdem ist die Stadt immer noch sexy. Aber klar, sie verändert sich, weil es wirtschaftlich nach oben geht. Mieten steigen, das ist ein soziales Problem. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist immer noch eine ganz tolle Stadt. Und zwar weltweit betrachtet. Jetzt, da Sie... Oh, wo ist der Beifall? Also... Eine Rampensau sind Sie geblieben. Aha. Womit könnte man Sie denn locken, damit Sie wieder die Bühne betreten? Ich bin ja öfters mal zu sehen. Hab gerade eine Moderation gemacht bei der AIDS-Gala von der Berliner AIDS-Hilfe. Also Moderation ist nach wie vor etwas, was Sie sich richtig als Beruf vorstellen. Also das war eine Herausforderung, 3 Stunden auf der Bühne dazu machen. Kennt ihr sie, hat es schon mal gemacht, auf derselben Bühne für den gleichen Anlass. Und ist das toll zu moderieren? Es ist eine Herausforderung, ne? Okay. Das ist ja ein bisschen anders als hier das Modell. Ja, ich weiß, man weiß ja immer nicht, was passiert. Ne? Ja. So, also das ist schon aber es kann was schiefgehen. Und das ist und ein schiefgehen, bisschen fremdgesteuert, weil du ja einen Rahmen hast. Aber es ist schon, macht Spaß. Und in die Politik? Manchmal reizt es einen natürlich, noch mal da reinzuschlagen. Und wenn man da heute irgendwo was da sieht und was viel aus meiner Sicht schiefläuft, ja, dann hat man schon noch mal so einen Ansatz, würdest du jetzt anders machen. Aber auf der anderen Seite, wenn es denn so ganz blöd auch ist, ja, und unangenehm ist, dann sage ich, es doch toll, dass du jetzt da nicht mehr das machen musst. Also das ist auch ganz schön, das dann von draußen zu betrachten. Aber gibt es nicht viele Organisationen, die dich jetzt als Berater haben wollen? Oder ja, aber da muss ich sagen, ich mache ja auch eines. Ich bin bei der nach wie vor im Kuratorium der AIDS-Hilfe beispielsweise. Oder ich mache dann mal einen Vortrag und gehe da mal hin und mache. Und also bin ja auch zu sehen und mache auch was. Mhm. Das kann auch noch vielleicht mehr werden. Weiß ich nicht, wenn ich mich dann irgendwann in 2 Jahren vielleicht langweile. Weiß ich ja alles nicht. Aber erstmal bin ich mit dem, was da so zurzeit so läuft, ganz zufrieden. Es ist jetzt nicht auf den Tisch gekommen, das Mega-Angebot, so von Gazprom oder so. Habe ich immer darauf gewartet. Ja, oder ähnliches. Hätten Sie es denn gerne gehabt? Na ja, also sagen wir mal so, wenn du da, da muss man ja dann mal überlegen dürfen. Erstmal nicht. aber das war gar nicht da. Also bin ich auch nicht in Versuchung geraten. Das ist auch ganz schön. Und insofern, also wer dazuhört und noch ein Angebot hat. Das ist doch mal ein Wort, das ist doch mal ein Wort, oder? Aber ich bin der Job von Rüdiger Grube vielleicht bei der Deutschen Bahn. Oh ja, das ist ja so ein anderer Politiker, Ex-Politiker, der macht sich ja da Hoffnung. Roland Pofalla heißt der Herr. Ich ja mal sagen, der war es, glaube ich. Ne? Herr Pofalla. Und der liebe Kollege Grube ist ein bisschen früh gegangen. Das stört ihn jetzt höchstwahrscheinlich. Er stört auch andere. Er hat nämlich seinen Job gut gemacht. Gut. Ja, es war ein Witz, also was da passiert ist. Aber okay, ja, die suchen ja. Aber mal sehen, sind wir mal gespannt. Ich werde da sicherlich nicht. Also, lieber Wovereit, erstens tragen Sie alles, was Sie sagen, unglaublich sympathisch vor. Zweitens, das meiste, was Sie sagen, glaube ich Ihnen auch. Nur einen Punkt glaube ich Ihnen nicht. Ich glaube, wenn das richtige politische Angebot kommt, dann. Ja, was soll denn da noch kommen? Dann sind Sie auch wieder auf der Bühne, weil dazu sind Sie viel zu sehr ein politischer Mensch. Ja, aber was soll denn kommen? Ich glaube, ich wünsche Ihnen das auch. Aber Herr Dilos, was soll denn dann kommen? Wissen Sie, ich habe ja schon so viele Politiker gesehen, die gesagt haben, es gibt nichts Schöneres, als Ministerpräsident zum Beispiel von Niedersachsen zu sein. Naja, das ist ja ein großes Land. Ne? Vielen Dank, Herr Wovereit. Behalten Sie gute Laune.